Liebe Zockerfreunde, seid gegrüßt zu Lucius TV. Mein Name ist Gregor und heute geht es natürlich wieder um Steam. Diese guten Kärtchen bekommt ihr quasi in jedem Fachhandel, quasi auch an Tankstellen oder in Drogeriemärkten, je nachdem, wo die Dinger immer rumhängen. Jedenfalls kriegt man die schon fast überall. Und ich wurde gefragt, ey Gregor, kannst du mir mal zeigen, wie, wenn ich das in den Code eingelöst habe, wie kaufe ich da ein Spiel? Klar kann ich das machen. In dem Sinne machen wir jetzt ein Video, wie ich ein Spiel dort erwerbe. Und zwar starte ich zuerst mal Steam. So, da haben wir Steam geöffnet. Dann gehe ich natürlich auf den Shop. Und da suche ich mir das Spiel aus, was ich haben möchte. Und ich habe mir schon was ausgedacht, da ich das Spiel mir kaufen wollte. Dachte ich mal, vielleicht mache ich direkt ein Video darüber. Ist es hier vorne? Nein, ich finde es hier nicht auf der Startseite. Deshalb gehen wir quasi einfach oben in die Suche und dann tippe ich Evolve. Ah, da poppt es schon auf. Evolve, klicke ich drauf. Und ich habe das Geld schon eingelöst. Das seht ihr hier oben. Da habe ich 50,10 € gerade drauf. Und dann klickt man das einfach hier an in den Warenkorb. Dann drückt man hier einfach drauf. Je nachdem, was ihr hier haben wollt, ne, drückt ihr drauf. Dann sucht ihr euch hier eins aus, dann drückt ihr hier in den Warenkorb, dann poppt das hier in den Warenkorb und dann kann man auswählen quasi für mich kaufen oder als Geschenk kaufen, quasi wenn ihr einen Kumpel habt oder eine Kumpeline, je nachdem. Wenn ihr das kaufen wollt, könnt ihr das quasi auch als Geschenk verschenken und dann drückt ihr halt jeweils als Geschenk oder für mich kaufen. Ich möchte es natürlich für mich kaufen, gerade, deshalb suche ich das Folgen aus für mich selbst kaufen, dann drücke ich einfach da drauf. So, dann kann ich hier quasi PayPal und so auswählen, aber ich will das Ganze nicht mit PayPal auswählen, weil ich habe ja ein Guthaben drauf, per dieser Karten hier gerade eingelöst. Ja, schnickschnack, ne? Da brauche ich nicht viel drum machen, außer dass ich hier einen kleinen Haken anklicken muss, den hier. Könnt ihr sehen, wo meine Maus ist? Da unten sagt, ich stimme den Bedienungsanleitungen zu, bla bla bla. Und dann drücke ich einfach auf Kaufen. Und zack. Das war's dann auch schon. Jetzt steht da hier, bla bla bla, vielen Dank, Bestätigungscode, bla bla bla. Und zum Shop zurück. So, dann müsste das Spiel schon in meiner Bibliothek aufgepoppt sein. Wir gucken mal hier, Evolve. Da, Evolve. Und wenn das Spiel rauskommt, quasi kann ich es quasi einfach runterladen. Das war es auch schon ganz im ganzen Sinne. Falls ihr fragen wollt, manchmal gibt es ja auch so quasi Spiele, die erwirbt man quasi, mehrere Spiele quasi. Dann findet ihr das unter hier Tools, nenne ich das jetzt. Warte, lass mich mal kurz gucken. Inventar. Wo ist denn das Inventar? Inventar. Sorry. Ich finde es gerade nicht. Da. Dann geht ihr auf euren Namen quasi. Klickt ihr euren Namen an. Dann geht ihr auf Inventar. Drückt ihr da drauf aufs Inventar. Dann lädt es kurz quasi. Und dann könnt ihr sehen, was ihr im Inventar habt. Da habe ich zum Beispiel Left 4 Dead noch drin. Und hier einmal Ranger Ops. Das kann ich quasi auch von hier aus verschenken. Quasi als Geschenk senden oder als Geschenk senden. Ja, ich kann auf jeden Fall hier einmal Left 4 Dead verschicken, habe ich hier drinne. Das habe ich gerade durch Evolve bekommen, weil als Vorbesteller bekommen habe ich Dings hier Left 4 Dead bekommen. Das kann ich natürlich jetzt auswählen und irgendeinen Kumpel schicken. Und das Ganze, oder hier die Karten, die könnt ihr auch quasi verticken. Drückt ihr einfach hier drauf und dann hier quasi verkaufen, da könnt ihr alles verkaufen. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem kleinen Video ein bisschen weiterhelfen. Falls ihr noch Fragen oder Anregungen habt an mich, meldet euch einfach und ja, schreibt mir das einfach in die Kommentare oder auf Facebook. Unter Gregor Mu findet mich auf jeden Fall in Facebook. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und wünsche euch natürlich alles Gute. In dem Sinne, haut rein, euer Gregor. Peace!